herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel mit dem neuen SCB Verse Report. Wieder ist eine Woche rum. Mhm. Diesmal wieder der Sawyer an meiner Seite. Ja, wir dürfen wieder. Ja, und die Woche ist viel passiert. Wir haben uns ein ganz spannendes Hot Topic rausgesucht. Ja, und zwar deshalb, weil es einen vor den Bildschirmen quasi gefangen genommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut, ja, es war ein absolutes Highlight unter allem, was CIG jemals irgendwie über ihre Community-Plattformen und Formate rausgehauen hat. Für mich zumindest, ich fand es total spannend, denn es ging um das neue Spezialformat Happy Hour Game Dev. Das ist eine Installation, die sie von Zeit zu Zeit jetzt mal bringen wollen, wenn das Feedback gut ist, daran gleich mal gemessen. Leute, gebt also Feedback dafür ab, guckt euch das nochmal an, auch wenn ihr nicht direkt dabei wart, und sagt, wie ihr das fandet, denn wenn die Community das gut fand, wollen sie es hin und wieder mal machen. Das heißt, da kommt ein Game Developer und diesmal war es ein absoluter Vollprofi, nämlich der Character Art Director Josh Herman, und der hat live innerhalb von einer Stunde mit Input der Community eine Kreatur erschaffen, ein Biest erschaffen, und da ging es drum, dass nämlich vorher in den Foren schon abgestimmt wurde, worum soll es da gehen. Wir hatten da auch schon mal kurz drüber berichtet und die Community hat sich für eine fliegende Spinne entschieden. Ja, ein furchteinflößendes Vieh. Und während des Livestreams konnten wir dann quasi zugucken, wie der liebe Gute da am Computer sitzt und mal so ganz einfach wie so ein Ton... Ja. Klumpen, so kenne ich so aus meinen Töpferkursen früher, ja, genau. Noch so in der Schule. So sah's aus, alles ja. Zusammen geformt, gebaut hat, und dann wurden Fragen halt gestellt, okay, wie soll sie denn sein? Wollt ihr sie feindlich oder freundlich? Natürlich feindlich, ist ja klar. Ne? Dann waren das Sachen Jäger oder Beute, das war ihm sehr wichtig. Ne? Ja, das war ihm sehr wichtig, weil er sagte eben, normalerweise würde er sich da viele Referenzen zulegen. Das hat er jetzt nicht gemacht, sondern er hat gesagt, er möchte da wirklich sehen, was will die Community, und in dem Fall war ihm ganz wichtig, soll es ein Beutetier sein, eher, oder soll es eher ein Jäger sein? Und wenn ja, wie hoch am Ende der Nahrungskette soll er denn stehen? Und denn er meint, das verändert die Form komplett. Also statt Beutetier wäre eher so Marienchenkäferform. Ja, genau sowas. Richtig. Wohingegen Jäger dann eben etwas kantig, scharfrandig mit Zähnen und Klauen und allem Möglichen ist. Und das hat er währenddessen eben alles so erklärt. Während der da so locker flockig, ja, mit der Maus über den Bildschirm glitt und eben dieses, ja, quasi Ton-Ding in dem ZBrush, in dieser wunderbaren Engine da, dann irgendwie veränderte. Und es war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, also so ein Künstler wirklich, so ein Profi mal bei der Arbeit zu sehen, ja, das müssen wir zum Hot Topic machen. Auf jeden Fall. Das ist wie damals diese Planeten, ne, wo sie die Planeten erstellt haben. Das ist, also das ist einfach, das macht es plastisch, das macht es für uns greifbar, haben wir auch schon geschwärmt. Das ist nicht alles so abstrakt, sondern man sieht, okay, so arbeiten die daran, so modellieren die das, und dass sie natürlich die Community mit einbinden, ist natürlich der Hammer. Ja. Sie haben auch gesagt, sie werden es ins Spiel implementieren, also zumindest das Konzept, was jetzt erstellt wurde. Das wird sich natürlich im Laufe der Zeit nochmal verändern, aber sie werden dafür kämpfen, die vier, haben sie gesagt, dass es auf jeden Fall grob in die Richtung geht, und das ist natürlich ganz geil, vor allem wenn sie das dann später vielleicht nochmal wiederholen, vielleicht auch mit Schiffen oder mit Animationen, hatten sie gesagt, was man machen kann, wenn man so eine Animation sieht, wie die entsteht und so. Also das soll in diesem Spezialformat dann weiterkommen. Übrigens, das Endergebnis war im Endeffekt eine große, furchteinflößende Spinne mit einem riesigen Stacheln und zwei Flügeln. Und zwar die so groß ist, dass ein Mensch mit geducktem Kopf darunter hindurchlaufen kann. Das war dann das Endergebnis. Ich kann euch nur sagen, auf YouTube könnt ihr diesen Stream nochmal sehen, eine Stunde lang. Das heißt, holt euch was Schönes zu essen dazu oder sowas. Guckt es während der Frühstückspause, denn da seht ihr dann das alles nochmal, wie sich das entwickelt. Und dann geht ins Spectrum oder ins RSI-Forum und votet dafür und sagt, ob ihr das cool fandet oder nicht. Ich, wie gesagt, fand es einen der besten Teile von Star Citizen bisher, von dieser Berichterstattung, weil man wirklich mal Profis bei der Arbeit gesehen hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann, du hast jetzt schon Spectrum erwähnt. Ja. Würde ich sagen, gehen wir gleich weiter in die Weekly Updates zu Around the Verse. Da ging es auch unter anderem um Spectrum, und es gab wieder ein neues Studio-Update aus L.A. Wir fangen an, oder wir haben uns Punkte rausgesucht. Ein wichtiger Punkt, das Radarsystem. Ein Radar-Timer-Wert wurde eingebaut in dieses Radarsystem. Das Ganze wird jetzt überarbeitet und im Hintergrund wird jetzt quasi damit
gespielt, also nicht für... Am besten erklärst du es. Ich hole immer so weit aus und er kommt immer direkt auf den Punkt und deswegen, ich schiebe es jetzt einfach mal ganz okay, mache ich dann halt. Genau. Also, was es mit diesem Timer auf sich hat, da brauchte ich auch eine Weile, um es irgendwie zu verstehen. Da geht es also nicht darum, dass ihr bei eurem Radar dann als Spieler einen Timer einstellen könnt, irgendwie eine Eieruhr, die dann klingelt, sondern es geht darum, dass im Endeffekt ihr der das Spiel festlegt, wie lange bleibt ein Radarkontakt bei euch auf dem Radar zu sehen. Da gibt es halt jetzt einen Timer im Hintergrund, der sozusagen je nach Faktoren, wie weit ist es weg, wie ist die Abstrahlung, wie sind Interferenzen festlegt, wie lange wird es überhaupt sichtbar sein bei euch. Und dann gab es halt noch eine echt coole Sache, auch zum Radar, nämlich das sogenannte Metakomponenten-Interface, was eingefügt wurde. Und das bedeutet, dass jetzt einzelne Schiffskomponenten eine Meta-Ebene kriegen. Das heißt, wie sie mit dem Radar kommunizieren. Genau, und wie man sie dann auch erkennt, also dass Objekte quasi angehängt werden und wie der Radar das erkennt. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie in 10.000 Kilometern ein Schiff ist oder 5.000 und ab einer bestimmten Ebene werdet ihr dann die Textur erkennen, Flügel, bestimmte Komponenten. Genau. Das wollte ich nur sagen. Und das wird dann nämlich auch vom Scanner ausgewertet. Und das ist die neue Mechanik, die dann damit auch schon ins Spiel kommt, nämlich die Scanner, die in unseren Schiffen verbaut sind, die dann diese Meta-Ebenen oder diese quasi Meta-Informationen vom Radar auslesen können. Und je nachdem, wie gut euer Scanner ist, wird er euch dann sagen können, wie viele Thruster an dem Schiff sind, was für Thruster da dran sind und unter Umständen sogar, was in dem sich im Laderaum versteckt oder wie viele Personen an Bord sind. Das wäre praktisch. Ja, das wäre sehr praktisch. Kann nicht mal irgendjemand sich da reinsetzen und geschmuggelt werden, den werden wir dann sofort erkennen. Aber okay, so nur wenn du einen guten Scanner hast. Wenn du einen guten Scanner hast, ja. Und höchstwahrscheinlich wird wohl die Advocacy mit die besten Scanner haben. Das heißt, Schmuggler da draußen, macht euch auf was gefasst, da wird es dann nämlich interessant. Ja, wir gehen weiter zum Technical Content und dem Engineering-Team. Da ging es dann nämlich um ein neues, nein, kein neues, sondern ein überarbeitetes Schadensmodell. Genau, an der Erweiterung wurde gearbeitet. Sie sind fleißig dabei, die Teile des Schiffes zusammenzufügen, quasi in diesem Schadensmodell, dass die erkannt werden. Also, dass es nicht mehr prozedural generiert nur ist, ne? Und nicht mehr ein einzelnes System ist, sondern dass es auch zufällig passiert. Genau. Richtig, dass wir also wirklich die Möglichkeit haben, dass die Schäden nicht mehr überall gleich aussehen, dass es eben nicht mehr überall das gleiche Bumm macht, sondern dass man im Endeffekt dann wirklich sieht, okay, hier ist die Metallplatte verbogen, hier ist sie nach hinten gedreht, hier ist sie wirklich weggeschossen worden und so weiter, dass dieses Modell im Grunde genommen nicht nur ein prozedural generiertes ist, sondern dass das eben auch noch mit einem Zufallsfaktor versehen ist. Und das hat dann wirklich Auswirkungen nicht nur auf die Special Effects, die natürlich dadurch etwas spektakulärer werden und hübscher, sondern auch auf die Persistenz. Klar, was kaputt ist, muss repariert werden und das muss auch da kaputt bleiben, wo es dann zerschossen wurde, sondern vor allem auch aufs Networking und auf die Performance. Genau, es spart nämlich Netzkapazitäten, was natürlich super ist, weil das Ganze jetzt ja immer explodiert. Ja, genau, richtig. Und dass man eben dann nicht mehr irgendwelche Lags wahrnimmt, weil irgendwas Großes kaputt geht, sondern dass das dann eben live gestreamt werden kann und dadurch eben auch sehr realistisch wirkt. Genau. Ja, und von da aus, ich glaube, das war es zu dem das Thema. Wir haben die Marine-Rüstung. Ja, genau. Das Thema, das haben wir letzte Woche, war das letzte Woche oder Monatsreport? Auf jeden Fall haben wir es schon erwähnt, dass quasi die Marine-Rüstung, die schwere Marine-Rüstung, soweit fertig ist. Jetzt soll es schon im Rigging-Team sein. Also sie sind anscheinend in den letzten Schritten, damit das Ganze dann ins Spiel implementiert werden kann. Ja, und das ist natürlich total cool, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, sozusagen bald diese Rüstung auch zu nutzen. Ich hoffe sogar tatsächlich, dass sie als kleiner Content mit in den nächsten Patch reinkommt. Klang nämlich schon so. Und übrigens, wenn ihr da draußen wisst, was das Rigging-Team ist, dann verratet es doch uns mal. Das ist eine Sache, die habe ich auch noch nicht kapiert, was die Rigger eigentlich machen. Unsere Vermutung ist, dass sie das im Endeffekt die Leute sind, die das mit dem Spiel verknüpfen. Ja, ne? Ja, genau. Weil wenn du erst, also denke ich auch, wenn du erst das Design machst dann, und die Animation, dann muss es ja mit dem Spiel verknüpft werden. Und dann, oder wie so ein Rig, weißt du, auch mit Kamera und so hast du auch immer dieses Rig, genau, und das ist richtig. Dann in ein... Ja, also dass es im Endeffekt Leute sind, die das Ganze miteinander verbauen. Aber gerne schreibt uns das in die Kommentare, wenn ihr da eine bessere Ahnung habt, wenn ihr da einen Plan von habt. Wir lernen gern dazu, so ist es ja nicht. Ja, und damit kommen wir nochmal zum anfangs angesprochenen Spectrum. Ja, und da gab es ja ein tolles Video, das habt ihr gemacht. Ihr habt die erste Version gemacht, werden wir nachher auch nochmal drauf kurz eingehen. Eine Ergänzung oder kleine Ergänzungen wollten wir noch euch nicht vorenthalten. Und zwar im Punkto Spectrum haben sie die nächsten Schritte besprochen und sie erwarten von der Community, von uns, dass wir uns immer wieder einloggen, quasi ins Forum, immer wieder Feedback geben und sagen, okay, das brauchen wir, damit müssen wir
also das brauchen wir, um fliegen zu können, also kommunizieren zu können, besser arbeiten zu können, damit sie das dann implementieren können. Ja, da seid wieder mal ihr gefragt. Genau. Ja, ganz viel Feedback brauchen sie. Und sie wollen dann sozusagen mit der nächsten Version bestimmte Features noch einbauen, zum Beispiel ein Voice-Over, dass du halt nicht mehr nur schreiben kannst im Chat, sondern dass du halt auch sprechen kannst, labern kannst. Mhm, dann natürlich die App, das ist ein großes Ziel. Und am Ende soll es auch so sein, dass wir halt nicht mehr zwei unterschiedliche Foren quasi haben, sondern dass das Ganze in eins zusammengepackt wird. Genau, wir wollen eine Plattform am Ende. Das heißt, irgendwann werden die Foren und der Chat, der XMPP-Chat, der gerade noch auf der Website ist von RSI, das wird abgeschaltet werden. Alles wird zu Spectrum umziehen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal daran gewöhnen und das sollen wir auch machen und dabei eben Feedback geben. Und da, wie gesagt, seid ihr gefragt, geht mal rein, testet Spectrum, schaut euch noch das Video dazu an, da gehen wir gleich am Ende nochmal drauf ein und dann sagt den Leuten, was ihr doch gerne da drin haben wollt. Ja, dann gab es noch was ganz Cooles und zwar hat sich die SCB-Redaktion die Mühe gemacht, ein Interview mit Aaron Roberts, zu übersetzen für euch, genau, der Bruder und Executive Producer von Star Citizen und Squadron 42, der, wie auch immer diese Plattform heißt, WCCFTech oder so? FTech.com. Whatever. Ja, Adrian IP auf jeden Fall hat ein Interview mit ihm geführt. Das war im Januar. Also das ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Das heißt, also es kann schon sein, dass wieder ein paar Sachen revidiert wurden oder also sich erübrigt haben. Deshalb nur dieser Verweis darauf. Auf jeden Fall war natürlich die alles entscheidende Frage, okay, wie steht es denn jetzt eigentlich mit 3.0? Wie ist da die aktuelle Situation? Aaron meinte, Zeitplan, sind wir noch dabei, wollte keine finalen Termine nennen, aber auf jeden Fall, klar, ist noch nicht finalisiert, aber sie haben große Pläne und eine wichtige Info, sie sagen, 2 bis 3 Patches werden sie wohl noch herausbringen. Genau, dieses Jahr. 2 bis 3 große Patches. Große Patches. Ja, also weil wir haben ja jetzt gerade einen kleinen Patch gehabt. Das ist so ein typischer Patch, der eben kein Content-Patch ist an sich, der auch nichts Großes, Fettes mit sich bringt. Aber sie planen 2 bis 3 große Content-Patches dieses Jahr. 3.0 dürfte dabei der erste große Content-Patch sein, wenn sie bei dem Zeitplan bleiben, den sie sich ursprünglich gesetzt haben. Also auch bei der Roadmap von Patches. Das bedeutet dann, könnte man sich überlegen, ob 3.1, 3.2, ob das ebenfalls mit dazugehört. Denn damit würden ja ebenfalls große Mechaniken mit reinkommen. Das ist der Plan momentan. Wie gesagt, Stand Anfang Januar. Darum war auch in dem Interview noch davon die Rede, dass sie noch an den Zeitplänen feilen. Ich denke, aus diesem Stadium sind sie jetzt inzwischen Ende Februar durchaus raus. Wir haben aber noch mehr Teile rausgepackt aus diesem Ding, nämlich 2 weitere Fragen haben wir uns noch rausgepickt. Ansonsten ist es ein sehr langes Interview, ist ein sehr spannendes Interview. Könnt euch gerne das Ganze alles durchlesen. SCB hat es für euch übersetzt. Wir kommen mal zu einer Frage, die sich unser Team gerne mal gestellt hat. Und denke auch, die für euch da draußen ganz interessant ist. Und zwar, es ist immer wieder die Rede von Object-Container. Genau. Und was ist denn das jetzt eigentlich? Genau. War dann so die Frage. Ja. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schlauer, denn wir haben gelernt, also Object-Container könnt ihr euch so vorstellen, wenn wir jetzt irgendwo rumfliegen oder sagen wir mal, wir sind auf einer Brücke eines Schiffes, ja, und dann im Moment ist es so, was 100.000 Kilometer entfernt passiert, wird quasi jetzt noch reingeladen. Das heißt, deswegen gibt es ein Leck und alles stürzt ab zum Beispiel. Oder man fragt sich, wieso geht es jetzt hier nicht mehr weiter? Warum bricht alles zusammen? Das liegt daran, dass diese Object-Container noch nicht so funktionieren, wie sie sollen. Denn in Zukunft soll es so sein, dass sie auf den Spieler reagieren und nur auf das, was für den Spieler relevant ist. Also wenn jetzt was in der Nähe ist, du hast es als Matruschka beschrieben, was ich ganz süß fand. Diese kleinen Puppen, ne, die so man so ineinander steckt. So sind die Dinge aufgebaut. Ja. Ist eine coole Sache. Momentan ist es eben so, dass wirklich alles, was im PU passiert, hat Einfluss auf euch. Das heißt, wenn ihr auf CryAstro 042 seid und dort gerade euer Schiff betankt und hinten in Port Olisar spawnt jemand oder im schlimmsten Fall fliegt jemand gerade eine Starfarer gegen Port Olisar und das Ganze macht Bumm, dann fängt bei euch hinten, fängt es an zu laggen und ihr kriegt auf einmal nichts mehr mit aus dem Spiel und habt irgendwie nur noch Standbilder. Und genau das soll mit den Object-Containern deutlich besser werden. Das bedeutet, die reagieren wirklich auf euer genaues Umfeld. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel zum Maschinenraum geht und aber daran vorbei, dann wird der Maschinenraumteil, an dem ihr vorbeigeht, geladen, obwohl ihr den vielleicht gar nicht sehen könnt. Aber für den Fall, dass diese Bordwand kaputt geht oder dass irgendwie die Tür aufgeht, könnt ihr reingucken und dann ist es trotzdem da. Aber was dafür auf der Brücke passiert, dort hinten, das ist dann nicht mehr da. Genau, weil das quasi für euch oder für uns keine relevante Information ist und damit man nicht zugeballert wird mit
Infos und Datenmengen und genau. Also das ist schon mal eine coole Sache. Coole Sache, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend und Sie haben gesagt, wenn das ist jetzt quasi der nächste große Schritt, der dann auch fertig werden soll mit 3.0. Wenn das dann da ist, dann geht es von da aus weiter, dass Sie natürlich das dann mit Gameplay ausstatten können. Das heißt, wenn Sie erstmal wissen, in welchem Object-Container sich welche Terminals befinden, dann können Sie auch festlegen, was man an diesen Terminals dann einstellen kann und mit welchen anderen Object-Containern diese dann wiederum kommunizieren müssen. Ja, von daher, das war auf jeden Fall eine Erklärung wert und wir gehen mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar, das ist ja wirklich eine Sache, die immer wieder jetzt auftritt, die Leute merken, auch mit den regionalen Servern jetzt. Wir haben immer Frame-Drops, wir haben Drops in der Bildrate und wir haben Lags und all das. Und wie soll sich das in Zukunft verbessern? Das Erste, was er sagte, war, also die regionalen Server haben jetzt erstmal mit den Drops in der Bildrate, mit den Frame-Drops relativ wenig zu tun, denn das eine hängt mit eurer Grafikkarte zusammen und wie sie das Spiel stemmt und das andere ist sozusagen serverseitig. Aber es gibt dazwischen eine Verknüpfung. Ne? Muss es ja auch. Also wenn der Server nicht funktioniert, dann bringt mir auch die beste Grafikkarte nichts und andersrum genauso. So ist es, ne? Sie an Bildern nicht liefert, das kann die Grafikkarte auch nicht umsetzen. Also von daher ganz klar. Merkt der liebe Wiesen immer, ne? Ja. Genau. Genau, da ist nämlich das Hauptproblem. Und da kommen wir jetzt nochmal auf das eigentliche ursprüngliche, oder sagen wir mal die erste Frage dazu, die wir gerade gestellt hatten, nämlich nicht zu den Object-Containern. Warum haben die da drauf jetzt Einfluss? Ne? Ja, und das war das, was ich halt vorhin schon meinte. Wenn Sie das reduzieren und nur auf den Bereich reduzieren, was für uns als Spieler relevant ist, dementsprechend werden auch die Datenmengen reduziert und nur auf das konzentriert, was eben relevant ist und dann wird das nicht alles so CPU-lastig sein, also nicht nur auf dem Main-Prozessor stattfinden, sondern sich mehr komprimieren, verteilen. Richtig, ne? So ist es. Das sind im Endeffekt genau der Punkt. Erstens wird nicht mehr alles dargestellt und einberechnet, was bei euch im ganzen System um euch herum passiert. Das ist schon mal das Wichtigste. Das ist dieser Einfluss der Object-Container. Und dann wird das Ganze eben noch mal ausgelagert. Und zwar nicht nur auf die CPU, wie es jetzt ist. Das CPU ist nämlich fast ausschließlich CPU-lastig. Sondern das geht dann auf die GPU mit viel mehr. Das heißt, die Grafikkarte verarbeitet das Ganze, nicht mehr der Main-Prozessor. Und das bedeutet auch, dass das Spiel damit flüssiger werden wird. Das alles ist aber auch nur der erste Schritt. 3.0 ist auch da nur der erste Schritt dieser Optimierung. Das wird von da aus immer weitergehen und immer so optimiert werden, dass es dann irgendwann hoffentlich ganz problemlos läuft und wir eben auch, und auch das sagte auch Aaron Roberts, das Lumberyard und AWS-Netzwerk von Amazon eben dann vollständig ausnutzen können. Momentan ist es noch nicht vollständig bis zu seiner Kapazität ausgenutzt. Ja, fand ich ziemlich cool. Wird auf jeden Fall ein guter Blick in die Zukunft da auf an der Stelle. Genau. Und wie gesagt, da wurden noch viele weitere Fragen von Aaron beantwortet, die sich wirklich lohnen, durchzulesen. Und wie gesagt, auf SCB steht das alles für euch bereit. Also schaut da rein. Ja, damit sind wir in den Punkten durch. Ne? Dann, was gab es bei uns die Woche neu? Genau. Also, was war los? Video. Auf jeden Fall, Wiesen und ich, wir haben den Monatsreport Januar aufgearbeitet. Da könnt ihr mal reinschauen. Gab es auch viel Neues, viel Spannendes und das lohnt sich auf jeden Fall. Dann habt ihr den Spectrum uns angeguckt. Ein Einsteiger quasi dazu. Video gemacht, Einsteiger-Guide. Genau, da haben wir euch einfach im Grunde genommen Schritt für Schritt erklärt, was kann Spectrum jetzt schon in der jetzigen Alpha-Version, was könnt ihr wie wo bedienen und im Grunde euch einfach wirklich eine Einführung gegeben, wie das Ganze zu benutzen ist. Und wir haben natürlich auch ein kleines Fazit gezogen, was fehlt noch, was soll noch reinkommen und was braucht unserer Meinung nach Spectrum auf jeden Fall, damit es richtig zum Erfolg wird. Ja, und dann gab es Dozer und Wiesen auf jeden Fall noch, die einen Verse Report gemacht haben zum Konzept Sale der Anvil Hurricane. Der ist nämlich am Freitag gestartet. Ja, und der wird noch bis zum 6. März laufen. Also auch nicht mehr so lange. Könnt ihr auf jeden Fall euch auch das Video anschauen. Die beiden haben das alles aufgearbeitet. Was das mit dem Schiffchen auf sich hat. Auf jeden Fall gut bewaffnet, würde ich sagen. Ja. Aber kaum Panzerung. Nicht zu viel verraten. Ja. Aber auf jeden Fall waren unsere Spekulationen schon mal richtig. Ja, das stimmt. Dass das in Konzept geht. Ne? Das war auf jeden Fall richtig. Und dazu kann man noch sagen, es werden aktuell auch Q&A-Fragen gesammelt. Und das muss man aber sagen, sie haben, glaube ich, da was vergessen. Denn es gibt keine Termine
wann die beantwortet werden. Also das heißt, normalerweise wäre ja, wenn jetzt am Freitag der Concept Sale gestartet ist, letzten Freitag, dann wäre jetzt Mittwoch, das heißt an dem Tag, wo diese Episode jetzt hier läuft, und am Freitag wären die beiden Teile fürs Q&A da. Sie haben aber keinen Termin genannt, das heißt, wir wissen nicht, ob es wirklich kommt und ob sie es nur vergessen haben oder ob es vielleicht nächste Woche kommt. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie es vergessen haben. Ja. Apropos vergessen, wollte ich nämlich sagen... Da passen wir uns mal an die eigene Nase. Genau, ich habe nämlich nicht nur das Interaction-Thema vergessen, ich habe nämlich hier auch auf unserem Zettel zwei Sachen vergessen, die ich unbedingt ansagen wollte. Okay. Erstens, nee, morgen, dann am Donnerstag ist abends nochmal Livestream, da haben wir nochmal Twitch, das wollte ich eigentlich noch mit eintragen, habe ich aber vergessen, und dann habe ich eine Videoempfehlung für euch, die ich euch auch kurz ans Herz legen möchte. Unser Kollege AngryBot hat am Wochenende, am Sonntag, ein ganz, ganz, ganz tolles Video rausgebracht, und das wollte ich eigentlich unbedingt mit reinschreiben, aber wie das immer so ist, ich habe glücklicherweise noch dran gedacht, ja. Schaut euch das mal an, ich verlinke es auch hier im Video selbst, es ist ein 50-minütiges Video, das heißt, nehmt euch auch hier ein bisschen Zeit. Er redet aber über alles, nämlich über Träume, Vorstellungen und Verantwortung von Star Citizen und von der Community für uns. Es ist wirklich cool. Schaut euch das mal an. Es lohnt sich wirklich, die Zeit mal zu investieren. Der hat sich wirklich Mühe gemacht und ich glaube, er spricht hier vielen, vielen Leuten aus der Seele. Wir bedanken uns da ganz herzlich. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir auch noch vergessen haben. Beziehungsweise genau. Haben wir eigentlich nicht eigentlich vergessen. Eigentlich nicht. Nee, da hat es auch geleckt, ja. Sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Genau, also unser Google Plus, ihr werdet festgestellt haben, okay, wir hatten euch gefragt, Interaction 2.6.1, wie ist eure Meinung zum Patch? Und ja, Google Plus ist irgendwie da abgestürzt, hat uns verschluckt. Ja, hat uns im Stich gelassen. Deswegen, wir stellen das Ganze nochmal ein. Und damit hattet ihr jetzt also mehr Zeit, darüber nachzudenken und das Ganze auszuprobieren. Also könntet ihr auch mehr Feedback dazu geben und uns einfach schreiben, was ihr davon haltet. Und dann werten wir das nächste Woche aus und freuen uns, wenn wir uns bis dahin sehen. Lasst uns natürlich bis dahin Abos da, Likes, Kommentare, Feedback, was euch so an Träumen, Verantwortungswünschen oder sonst was durch den Kopf geht. Genau, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!